Moin zusammen, liebe Freunde der Elektromobilität. Willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Und ich finde, wir sollten vielleicht alle irgendwie ein bisschen offener sein. Ja, vor allem eben auch technologieoffener. Also das sagt zumindest BMW. Ich meine, ich sitze hier im Elektroauto. Aber BMW baut ja auch Verbrenner. Sie reden immer noch von Wasserstoff, E-Fuels, Fusionsenergie. Wer weiß, was in Zukunft alles noch kommt. Da möchten sie offen sein und sich nicht festlegen. Ja, das haben viele kritisiert, gerade aus dem Elektromobilitätslager. Aber Leute, ich kann euch sagen, die Wirklichkeit gibt BMW recht. Mein BMW hat letztes Jahr weltweit 2,5 Millionen Autos verkauft. Und davon waren immerhin 375.000 E-Autos. Ja, und das sind immerhin 15% der gesamten Produktion. Und dieses Jahr, 2024, wollen sie sogar 25% der gesamten Produktion rein elektrisch verkaufen. Also von wegen Technologieoffenheit. Auch bei BMW scheint die Reise ganz eindeutig in Richtung E-Mobilität zu gehen. Auch wenn sie sich nicht auf irgendein Ausstiegsdatum festgelegt haben. Aber heute geht es erstmal um den i5. Den schicke ich nämlich auf meine Reichweitenstrecke 130 Kilometer bei Tempo 130 auf der Autobahn. Und dann schauen wir uns mal an, wie effizient dieser Wagen ist. BMW baut ja doch relativ sparsame Autos. Sie haben ja auch viel Erfahrung mit dem i3. Sie waren ja eigentlich der erste deutsche Autohersteller, der nennenswerte Stückzahlen von Elektroautos in Serie verkauft hat. Und mit dieser Erfahrung, ja, davon profitieren Sie heute natürlich. Das wird also ein spannender Test. Ich bin wirklich gespannt, wie sich der i5 hier schlägt. Deswegen also unbedingt dranbleiben. So, da würde ich sagen, wir sind startklar und dann kann es losgehen. Was auf jeden Fall sicher ist heute, wir werden keinen Regen bekommen, denn wir haben super schönes Wetter. Es ist 21 Grad, echt schön sonnig, ein paar schöne Wetterwolken, aber mal was ganz anderes bei meinen Tests. Dann würde ich sagen, starten wir. Wir haben 91% im Akku, angezeigte Reichweite 328 Kilometer. Und ich bin hier super aus der Einfahrt rausgekommen. Wendekreis hier vom i5 sind 12,3 Meter. Diese Version hat sogar eine Hinterachslenkung. 2,5 Grad können die Hinterräder einschlagen und damit wird der Wagen natürlich deutlich wendiger. Ja, wir müssen hier wieder die Baustelle umfahren, so wie beim letzten Mal beim Kia. Das wird auch noch ein paar Monate so bleiben. Ich glaube, die Baustelle ist terminiert bis 2026. Voll der Horror. Also die brauchen 2 Jahre, um irgendwie 500 Meter Wasserleitung zu verlegen. Und da bauen die in China, weiß ich nicht, in der Zeit ganze Städte. Ja, und auch im BMW gibt es natürlich die Warnung, wenn man das Tempolimit überschreitet. Hier ist Tempo 30, ich fahre ganz leicht drüber, dann fängt er an zu meckern. Der Ton ist zum Glück relativ angenehm und man kann es ja mit wenigen Handgriffen natürlich auch abschalten. Das mache ich mal eben. Habe ich mir schon Shortcut gemacht, das ist Fahrassistenz und dann, nee, wo ist es? Nee, Fahrassistenz war es nicht. Siehst du, schon vergessen, wo es war. Was war es denn? Fahrteinstellungen war es, genau. Und dann hier Warnung bei Tempolimit aus. So, jetzt ist Ruhe. Also diese Strecke ist ja durchsetzt mit Gullideckeln und in der Regel doch etwas holprig. Aber hier mit dem i5, also BMW und Fahrwerk, ne, das ist einfach eine Traumkombination. Die Fahrwerke, die BMW baut, die sind immer wahnsinnig gut. Und auch hier beim i5 ist das nicht anders. So, jetzt sind wir auf dem Zubringer. Umleitung haben wir hinter uns gelassen. Und ich kann euch sagen, mit dem i5, da könnt ihr sehr flott unterwegs sein. Der beschleunigt in 6 Sekunden von 0 auf 100. Okay, ist jetzt kein Spitzenwert. Aber immerhin, er hat 250 kW Leistung, 340 PS, 430 Newtonmeter und Spitzengeschwindigkeit ist 193 angegeben. Also diese krumme Zahl ist schon ein bisschen komisch, warum sie da nicht 195 draus gemacht haben oder gleich bis 200. Ich meine, das ist auch eh nur eine elektronische Abregelung per Software. Ja, irgendwie scheint BMW was für krumme Zahlen übrig zu haben.
Übrigens, wenn ihr euer E-Auto möglichst günstig laden wollt und dazu auch beim Strom zu Hause Geld sparen möchtet, dann solltet ihr euch vielleicht mal Tibber anschauen. Tibber ist ein digitaler Stromanbieter mit einem dynamischen Stromtarif. Das bedeutet, ihr zahlt da keinen festen Preis pro Kilowattstunde, sondern das Ganze richtet sich nach den Preisen der europäischen Strombörse. Und tatsächlich verdient Tibber eigentlich gar nichts am Strom, sondern nur an der Grundgebühr, die ihr zahlt. Und die beträgt nämlich 5,99 Euro für euch pro Monat. Und der Strom wird genauso weiter berechnet, wie die Preise an der europäischen Strombörse sind, plus Steuern und Netzgebühren. Das Ganze läuft alles voll digital. Das heißt, ihr habt mit der Tibber-App sogar Vorhersagen für den nächsten Tag. Also wie werden sich die Stromkosten am nächsten Tag entwickeln? Und zwar stundengenau. Damit könnt ihr die Ladezeit eures E-Autos, auch über die Tibber-App zum Beispiel, zum günstigsten Zeitpunkt automatisch starten. Euer Auto wird automatisch geladen, wenn die Strompreise am niedrigsten sind. Das ist ja dann meistens in der Nacht oder am frühen Morgen, wenn euer Auto sowieso rumsteht. Also Tibber und Elektroauto, das passt perfekt zusammen. Damit ladet ihr nämlich nicht nur günstiger, sondern auch noch grüner, denn wenn der Strom günstig ist, dann ist auch am meisten Ökostrom im Netz. Und falls ihr jetzt sagt, hey, das wäre auch was für mich mit Tibber, dann habe ich für euch unten in der Videobeschreibung den entsprechenden Link dazu. Also ich würde sagen, schaut da unbedingt mal rein. So, besonders gespannt bin ich natürlich jetzt hier auf der Autobahn auf das Assisted Driving Plus Paket. Bedeutet Level 2 Plus, ich darf also die Hände komplett vom Lenkrad nehmen. Mache ich in diesem Fall, weil hier stand gerade Assisted Plus Ready. Und wenn ich die Hände wegnehme, steht hier Assisted Plus in grün und die LEDs hier im Lenkrad leuchten grün. Jetzt fährt der Wagen im Prinzip voll autonom und ich darf die Hände weglassen. Ich muss nur den Verkehr beobachten. Also wenn ich mich jetzt hier irgendwie abwende, Zeitung lese oder sonst was auf dem Handy spiele, das mag er dann nicht, dann soll ich wieder das Lenkrad übernehmen. Aber so, ich bin ein bisschen zu schnell, fällt mir gerade so ein. Da muss ich mal eben abbremsen. Nicht, dass ich hier noch geblitzt werde. Tempomat war leider zu schnell eingestellt. Aber so ist das schon richtig cool. Also er übernimmt dann auch wieder von alleine. Und wenn ich die Hände wegnehme, dann geht er wieder in den Plus-Modus. Ja, hallo. Also das ist doch mal richtig geil. Und wenn ich überholen will oder Spur wechsle, dann muss ich eigentlich nur in den Spiegel gucken. Jetzt zum Beispiel ist rechts die Spur frei. Ich will jetzt nach rechts, aber er geht nicht von alleine. Dann mache ich das halt von Hand. Oder ich habe nicht lange genug gewartet. Okay, das probieren wir gleich nochmal aus. Ich blicke nach links. Nichts tut sich. Nochmal nach links. Nichts tut sich. Okay. Gut, hinter mir ist ein Auto, aber da kann ich locker noch rüberziehen. Der ist nicht so nah. Vielleicht möchte er das nicht. Das kann natürlich sein. Ja, also Assistenzsysteme können faszinierend sein. Und bei BMW, ich glaube, das sind so mit einer der besten Assistenzsysteme überhaupt. Und was die hier gemacht haben, dass sie die Zulassung dafür bekommen haben, ist schon eine Leistung. Ich meine, andere Hersteller, die kriegen es irgendwie nicht hin. Ich sage nur dieser große amerikanische, ihr wisst, wen ich meine. Aber wir sind gespannt, was da noch kommt. Also das ist jetzt der Anfang und so ein bisschen spooky ist es ja doch, ne? Dass man jetzt hier die Hände komplett weglassen kann und eigentlich, ja, solange die Autobahn geht, den Wagen von alleine fahren lassen kann. Das ist schon cool. Und dann auch noch mit diesem Fahrgefühl bei dem i5 hier. Also Fahrtgeräusche sehr, sehr dezent. Also gut, wir fahren jetzt noch nicht so schnell wegen des Verkehrs. Aber Windgeräusche höre ich so gut wie gar nicht. So ein paar Rollgeräusche hier von den Reifen. Wir haben 21 Zöller drauf, aber immerhin schon Sommerreifen. Also 21 Zöller sind auch nicht so gut für den Verbrauch, ist völlig klar. Und wollen wir mal schauen, was der i5 dann so reißt heute. So, jetzt will ich aber auf die linke Spur, verdammt. Assisted Plus ist an. Geht nicht rüber. Warum nicht? Okay, also mit dem Spurwechsel kriege ich irgendwie nicht hin. Weiß nicht wieso. Ich fahre jetzt nochmal wieder auf die rechte Spur. Kurz Blinker angetippt. Und er zieht von alleine rüber. Ich muss nichts machen. Ja, das klappt auf jeden Fall. Ein paar Tage später habe ich dann natürlich rausgefunden, wie es geht. Also der Wagen muss auf ein langsameres Fahrzeug auflaufen und dann schlägt er einen Spurwechsel vor. Und wenn man dann in den Seitenspiegel guckt, dann geht es automatisch. So, ab jetzt fahren wir 130, Tempomat ist eingestellt und ich lasse den Wagen fahren, würde ich sagen. We'll be right back.
Ja, man muss sich da ein bisschen dran gewöhnen. Also ganz so einfach ist es nicht, gerade wenn Verkehr von hinten kommt und man dann überholen möchte. Jetzt muss ich es ja hier mit dem Blinker irgendwie scheinbar bestätigen. Dann schafft das nicht schnell genug. Und was ein Mensch natürlich locker machen würde bei der Beschleunigung, die dieser Wagen ja hat. Aber das automatische System beschleunigt dann so gemächlich nach vorne und dann kommt er von hinten schon an und der bricht dann den Überholvorgang ab. Das ist dann ein bisschen ruckelig, sag ich mal. Da muss man sich irgendwie dran gewöhnen. Also das funktioniert natürlich am besten, wenn die Autobahn frei ist. Ja, da ist ein LKW vor mir. Jetzt fahre ich nur noch 95. Jetzt zieht er rüber und beschleunigt gemächlich. Alles klar. Und jetzt gehen wir wieder auf die rechte Spur. Ja, das macht er von alleine. Ja, wenn man sich ein bisschen eingefuchst hat, dann läuft es irgendwie. Ne? Aber bei viel Verkehr ist es dann doch irgendwie besser, man fährt selber. Naja, Leute, also ihr seht, also ich habe selten so eine Testfahrt gemacht, die entspannter war, wo ich hier quasi mich einfach zurücklehnen konnte. Ja, aber irgendwie auch ein bisschen langweilig, ne? Weil das Selberfahren ist ja bei BMW das sprichwörtliche Freude am Fahren haben. Wenn man den Wagen einfach nur fahren lässt, ja. Ich versuch's nochmal mit dem Blickwinkel. Spiegel, Schulterblick. Nee, will er nicht. Also wieder blinken. Ja, das funktioniert auf jeden Fall zuverlässig. Naja, auf jeden Fall der i5. Leute, ich kann euch sagen, ich wurde noch nie so oft darauf angesprochen, wie geil der Wagen aussieht, wie bei diesem i5. Also vielleicht nochmal beim Porsche. Auch das Tesla Model S, da sagen viele Leute, dass der ganz schick aussieht, immer noch. Aber beim i5, also ich muss wirklich sagen, jetzt gestern alleine dreimal sagen Leute, Mann, ist das ein geiles Auto, ob der mir gehören würde und so. Leider nein. Schade. Oh, ich muss überholen. Moment. Zacko. Jawohl. Läuft. Also so langsam gewinnt man dann auch so ein bisschen Vertrauen in das System. Und Spurwechsel. Ja, also BMW baut ja keine klassischen E-Autos, die irgendwie weichgespült aussehen. Ich sage nur Stichwort Mercedes. Sondern sie behalten ihre Designsprache bei, was sie auch bei den Verbrennern produzieren. Das produzieren sie genauso bei den E-Autos. Und irgendwie stehen darauf wohl die meisten Leute. Das ist auch so ein bisschen so eine aggressive Optik, die BMW immer so hat im Moment. Ja, das scheint wirklich anzukommen. Und was ich auch sehr interessant finde, ist, dass BMW es ja wirklich schafft, sehr effiziente Autos zu bauen. Wir sind jetzt 40 Kilometer unterwegs. Jetzt steigt er gerade aus, warum auch immer. Muss man ihn übernehmen. Wir sind jetzt 40 Kilometer unterwegs und haben 21,6 im Durchschnitt bei Tempo 130 wohlgemerkt. Und das ist doch ein ganz guter Wert. Wir haben es jetzt 19,5 Grad auf der Autobahn. Es ist also ja doch schon ziemlich warm und die Temperaturen sind relativ optimal für den Verbrauch, muss man auch zugeben. Aber mit so einem großen Auto, 21,9 bei Tempo 130, ja, da kann man eigentlich ganz gut leben. Denn wenn man bedenkt, welche Verrenkungen Mercedes anstellt, um irgendwie möglichst effizient zu sein, dieses ganze rundgespülte, CW-Wert optimierte Design. Und BMW baut einfach die Autos wie immer, ja, in ihrer gewohnten Optik mit Ecken und Kanten und steilen Kühlergrills und trotzdem bauen die so effiziente Autos. Also die machen hier doch irgendwas richtig, oder? Und wenn ihr euch fragt, kann ich mit dem i5 auch einen Anhänger ziehen? Ja, natürlich könnt ihr einen Anhänger ziehen. 1500 Kilo, das ist jetzt nicht wahnsinnig viel, wenn ich an die 2500 vom Kia EV9 denke. Aber immerhin geht auf jeden Fall. Stützlast ist hier 80 Kilo. So, jetzt kommt hinter mir doch einiges an Verkehr. Jetzt beschleunige ich mal zu Fuß. Das ist so ein bisschen schade, ne? Dass der halt doch sehr gemächlich beschleunigt. Das Head-Up-Display hier ist auch super schön gestaltet. Da sieht man dann gleich, wenn man in diesem Assisted-Plus-Modus ist, dass die gesamte Straße quasi wie so ein grüner Teppich ausgerollt wurde. Und die vorbeifahrenden Autos sieht man. Man sieht, wie die Spur gewechselt wird. Also das ist alles super gut gemacht. Und auch die Darstellungsqualität, erste Sahne, auch vom Design dieser Grafik, finde ich super gut gelungen. Also mir gefällt es richtig gut. Ja, 50 Kilometer unterwegs, 21,8 Kilowattstunden. Also da hat es sich jetzt irgendwie eingependelt. Ja, toll, wenn ich in den Rückspiegel gucke, weil ich eigentlich die Spur wechseln will, sagt er Blickwinkelabwendung erfasst. Das ist auch ein Wortungetüm, Blickwinkelabwendung. Wer denkt sich denn sowas aus? Ja, wir sind gleich wieder bei der Abfahrt, sind jetzt 62 Kilometer gefahren, liegen jetzt bei 21,0, also immer noch ein bisschen am Sinken. Da bin ich gespannt, wie es sich auf der Rückfahrt verhält, ob das jetzt noch weiter runter geht.
am Wendepunkt angekommen bei 67,0. Ja, ein bisschen mehr als sonst. Wir sind ja auch eine Umleitung gefahren und beim Kia war das irgendwie nicht so von Kilometern. Der hat die irgendwie falsch angezeigt. Aber der BMW scheint hier ziemlich genau zu sein. Und jetzt haltet euch fest, wir liegen bei 20,2 Kilowattstunden. Jo, das ist doch mal eine Ansage für so ein großes Auto. Und ich habe gesehen, wir hatten doch ein bisschen Rückenwind auf der Hinfahrt gerade. Es war aber nur schwach. Von daher geht es jetzt zurück, die nächsten 67 Kilometer. Und da bin ich echt gespannt, wie das hier weitergeht mit dem Verbrauch. Wir haben noch 294 Kilometer Reichweite. Wohlgemerkt, gestartet sind wir mit 328. Das heißt, wir haben viel weniger Reichweite verloren, als wir Kilometer gefahren sind, weil wir effizienter gefahren sind als der Wagen die Strecken vorher offensichtlich. Denn das Ganze wird nämlich ziemlich gut berechnet hier vom BMW. Und wir haben noch 74% im Akku. Also reichweitentechnisch hier mache ich mir beim BMW i5 überhaupt gar keine Sorgen. Gerade bei so einem schönen Wetter auf der Autobahn, bei guter Geschwindigkeit, also Reisegeschwindigkeit, da kommt man echt weit. Wie weit genau, das stellen wir heute noch fest. Ja, jetzt kommt leider der Stau hier. Das heißt, da müssen wir uns jetzt hinten anstellen. Interessant ist, dass der Assist Plus jetzt im Stau auch aktiviert ist. Und er ist so schlau, dass er jetzt komplett links fährt und lässt hier die Mittelspur frei, also die Rettungsgasse. Okay, jetzt hat er wieder irgendwie, ist er ausgestiegen, warum auch immer. Jetzt ist er wieder an. So, jetzt bin ich gespannt, was der Assist Plus gleich macht. In 400 Meter, da werden die zwei Spuren auf eine zusammengeführt. Das heißt, die linke Spur geht auf die rechte Spur über. Ah ja, jetzt ist er ausgestiegen. Das heißt, ich muss jetzt doch selber lenken. So, die kurze Strecke Stop & Go ist vorbei. 20,4 Kilowattstunden und 76 Kilometer. Das ist der aktuelle Stand. Jetzt sind wir wieder bei Tempomat 130. Und jetzt sollten wir auf der Rückfahrt eigentlich freie Fahrt haben. Ja, es gibt ja viele, die sagen, der Akku wäre eigentlich zu klein für so ein Auto. Der i5, der hat, was hat er, 84,4 oder so Kilowattstunden Akku. Davon sind aber nur 81,2, glaube ich, waren es nutzbar. Im Vergleich zum Mercedes EQE zum Beispiel, der 89 Kilowattstunden nutzbar hat, der ist ja fast 8 Kilowattstunden weniger. Da kann man sagen, er ist locker 40 Kilometer weniger Reichweite. Das muss ich noch zeigen, denn effizient ist der Wagen. Und durch den etwas kleineren Akku ist natürlich auch Gewichtsersparnis. Der Wagen wiegt hier 2,2 Tonnen. Ich weiß gar nicht, was der EQE jetzt wiegt. Und wir liegen heute zumindest, was die Reichweite angeht, deutlich über dem, was er vorher hatte. 278 Kilometer Restreichweite. Wir sind jetzt 85 Kilometer gefahren. Und interessant ist, hier vorne im Cockpit gibt es so eine Anzeige mit der minimalen Reichweite. Die liegt bei 180. Das wahrscheinlich dann, wenn ich jetzt nur noch Vollgas fahre. Und die maximale Reichweite, die ich erreichen könnte, liegt bei 385 Kilometer. Wir liegen jetzt dazwischen mit 277 Kilometer Reichweite. Das ist sozusagen die Range. Ne? Von 180 bis 385 könnte ich jetzt mit, was haben wir, 68% kommen. Je nachdem, wie ich fahre. So, jetzt LKW. Wir fahren 90 und wir geben Gas. Jetzt kommen wir langsam am LKW vorbei. 110, 115, 120, 125, 130 und jetzt wieder rüber. Ja, also das mit den von Hand blinken ist noch so ein bisschen komisch, aber sonst kann man sich echt dran gewöhnen. So, wir sind jetzt 100 Kilometer unterwegs und liegen bei 21,5. Ist also jetzt noch ein bisschen mehr geworden wieder. Aber ein bisschen Strecke haben wir ja noch und dann geht es ja wieder durch die Stadt. Also es wird tendenziell am Ende dann doch wieder ein bisschen sinken. Und der Endstand, wenn wir zu Hause sind, da bin ich gespannt. Also ich tippe auf unter 21. Mal sehen, ob ich recht habe. Ja, jetzt überholt einer und er hat den Überholvorgang abgebrochen, weil von hinten einer kam. So, jetzt mache ich wieder. Und er schert langsam aus. Das heißt, er ist noch langsamer als der LKW. Das ist ein bisschen doof. Er hat jetzt nicht mal beschleunigt beim Ausscheren, sondern ist langsamer geworden. Das heißt, der LKW ist quasi vor mir weggefahren.
Das müsste man vielleicht noch verbessern. So Leute, wir sind 120 Kilometer unterwegs, gleich kommt die Abfahrt wieder und wir haben jetzt noch 228 Kilometer Restreichweite. Das heißt, wir liegen hier 21 Kilometer über der ursprünglich angezeigten Reichweite. Also das hatte ich auch, glaube ich, noch nie, dass ein Elektroauto am Ende von so einer Autobahnfahrt mehr Reichweite hat, effektiv, als sie vorher angezeigt wurde. Ja, das ist ja sensationell. Schafft irgendwie eine totale Sicherheit jetzt hier, was diese Reichweitenanzeige angeht. Leute, wir sind wieder da und zwar nach 133,2 Kilometern, ja ein bisschen mehr wegen der kleinen Umleitung. Und der Endstand, der beträgt 20,7 Kilowattstunden. Ja, hallo, das ist doch mal ein richtig guter Wert. Das ist auf dem Niveau eines ID.4 und das bei diesem Riesenauto, der i5, also man kann sagen, bei 21 Grad und so ruhigem Wetter wie heute, da ist er richtig effizient und das bei Tempo 130. Wir haben jetzt noch 56% im Akku, gekommen sind wir von 91% und wir haben noch 229 Kilometer Restreichweite. Das ist sogar noch ein Kilometer mehr als vor 13 Kilometern auf der Autobahn. Ja, der Hammer, also 229 plus 133, das macht 350, 360, 362 Kilometer Reichweite, wie mir diese Anzeige hier sagt. Und ja, das ist doch für so ein Auto mit einem 81 Kilowattstunden Akku und gerade auch dieser Autogröße und dieser Klasse echt ein super Wert. Und mit bis zu 206 kW soll der i5 hier schnell laden können. Das heißt 10 bis 80%, naja, um die 30 Minuten. Das wollen wir natürlich nochmal austesten. Ich habe aber noch 56% im Akku. Das heißt, ich muss hier noch ein bisschen fahren. Denn bis 10% runter, das will ich schon. Das heißt, ein bisschen was auf der Autobahn brauche ich noch und dann geht's an Schnelllader. So, und jetzt geht die Testfahrt langsam zu Ende und jetzt laden wir hier an Ionity und ich muss sagen, BMW hat ihr Versprechen mehr als erfüllt. 205 kW steht im Konfigurator, irgendwo im Presseblatt hieß es mal 206 kW, aber in Wirklichkeit haben sie sogar an der 219 kW Grenze gekratzt. Da hat BMW also anscheinend hier irgendwie nochmal ein bisschen nachgelegt. Also das ist tipptopp. Und ja, von der Reichweite her würde ich sagen, dieser Wagen mit dem 81 Kilowattstunden Akku, also netto nutzbar, kommt auf der Autobahn bei moderaten Temperaturen so um die 380 Kilometer. In der Stadt ist es deutlich mehr, denn ich habe zum Beispiel die letzten Tage hier in Bremen beim Rumfahren durch die Stadt so 16, 17 Kilowattstunden gebraucht. Das bedeutet, 450 Kilometer Stadtverkehr mit diesem Auto überhaupt gar kein Problem. Und damit ist er natürlich ziemlich reisetauglich. Nicht nur die Reichweite ist gut, die Performance ist gut, nein, natürlich auch die Ladeleistung ist gut.
Es gibt natürlich noch Autos, die sind noch schneller, gerade auch die mit 800 Volt. Aber hier diese 219 kW in der Spitze und dann so in einer halben Stunde wieder von 10-80%. Ja, das kann sich sehen lassen und dann ist man auch schnell wieder weg. Das erwartet man eigentlich auch bei dieser Klasse. Ich hätte mir vielleicht gewünscht, da doch ein 100er Akku hier drin zu haben. Dann wäre der Wagen wirklich noch weiter gekommen und wäre dann aber wahrscheinlich auch noch teurer gewesen. Denn der Preis ist so eins der wenigen Dinge, die man hier so kritisieren kann. Einstieg hier 72.500 Euro. Ja, und diese Version mit dem M-Sport-Paket, die kostet dann eher so 90 plus. Und dann ist das schon so, dass man denkt, au, 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 und dann ein 81 Kilowattstunden Akku, nur 380 Kilometer Reichweite. Ja, das passt irgendwie nicht so richtig vom Preis-Leistungsverhältnis. Wobei Leistungsverhältnis stimmt gar nicht, weil der Wagen ist ein super Auto. Die Verarbeitung ist tipptopp, BMW, die Optik ist wahnsinnig gut. Also wie gesagt, ich wurde ständig darauf angesprochen, wie geil der Wagen ist. Ja, das Fahrgefühl, das Fahrwerk, die Assistenzsysteme, alles erste Sahne, aber man muss es halt auch bezahlen können. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Ingenieure bei BMW sich so langsam auch in die Elektromobilität eingrooven, denn jedes Auto, was ich teste, ist irgendwie besser als das vorherige. Und so geht es mir auch mit dem BMW i5 eDrive 40 hier. Also ist ein fantastisches Auto und jeder, der so eine Limousine sucht, eine Reiselimousine, sollte sich diesen Wagen unbedingt mal angucken. Einen winzigen Kritikpunkt noch zum Schluss. Irgendwie scheint es so zu sein, dass die BMW-Ingenieure sich einfach weigern, vorne einen Frunk einzubauen. Gerade hier mit so einer langen Motorhaube, da wäre absolut genug Platz gewesen. Sie hätten nur ein paar Rohrleitungen, ich glaube 2 oder 3 Rohrleitungen anders verlegen müssen. Und dann wäre da Stauraum für einen Frunk, weiß nicht, 100 Liter plus X gewesen. Und das zusammen mit den 490 Liter Kofferraum, der ja eigentlich schon recht groß ist, dann hätte das den Praxiswert dieses Autos noch mal deutlich gesteigert. Ja, für mich ist diese Limousine so leider erstmal nichts, weil ganz klar, da geht kein Hund rein. Ich bräuchte dann den Touring. Der ist dann aber noch mal teurer. Ich glaube, 2000 Euro kostet er noch mal mehr. Also die Preisregionen hier vom BMW, die sind einfach wirklich top of the pops. Und da muss ich echt sagen, da werden es viele Leute schwer haben, sich dann für so ein Auto zu entscheiden. Wenn es auch wirklich in der Top-Liga der Elektroautos, zumindest der deutschen Elektroautos, absolut ganz oben mitspielt. So, dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert gerne meinen Kanal. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.